bessere Zukunft für euch. Weil ein Faktotum mit Größenwahn ihr Schicksal weissagte? Glaubt ihr das wirklich? Sie glaubte es. Warum seht ihr nicht das? Was sehen? Dass meine Mutter sterben musste, weil sie auf eine geisteskranke Maschine hörte? Ich werde beweisen, dass der Prognostiker schwindelt. Wartet es ab! Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatroll mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online und heute nehmen wir eine neue Quest an. Diese zur Schaustellung von Gefühlen ist für Bewohner von Schlackenstadt eher ungewöhnlich. Kamid hat bei der letzten Pilgerfahrt seine Mutter verloren und deshalb ist er nun zornig auf die Welt. Er hat aber auch nicht ganz Unrecht damit. Träume und Prophezeiungen können gefährliche Dinge sein. Einmal im Vierteljahr machen sich die tapfersten und verzweifelsten Mitglieder unserer Gemeinde auf den Weg, um den Großprognostiker um eine Vorhersage zu bitten. Nicht jeder erhält eine Vorhersage, aber viele sind mit der Hoffnung gestorben, dass sich ihr Schicksal ändern wird. Eine Art Orakel. Es ist ein ungewöhnliches Faktotum mit einem Hang zum Mystischen und Dramatischen. Ich fürchte, Kamid hat vor, etwas Törichtes und Gefährliches zu tun. Vielleicht seid ihr bereit, zum gesetzlosen Unterschlupf zu gehen und mit ihm zu sprechen, ihn zu beschützen. Vielen Dank, mein Freund. Meine eigenen morschen Knochen stehen kein weiteres Abenteuer mehr durch. Aber ich schulde es Kamids Mutter, alles zu tun, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Der Prognostiker spuckt Schicksale aus wie eine Sägemühle Balken. Alle sind völlig gleich, bis es einer dann plötzlich nicht mehr ist. Mehr oder weniger. Etwas von wegen bitterster Armut und einem elenden Dasein. Nur ganz selten einmal spricht das Faktotum eine andere Prophezeiung aus. Mir wurde ein solches Los vorhergesagt, als ich vor vielen Jahren meine Pilgerfahrt dorthin unternahm. Ein Schicksal voller Hoffnung und mit Reichtümern jenseits meiner wildesten Träume. Es war die Rede davon, dass ich diesem Leben entfliehen würde, doch mir fehlte der Mut, mich an diese Worte zu halten. Kamid nennt das Orakel eine Täuschung. Vielleicht ist das so. Doch selbst ein Ei mit Sprung enthält manchmal einen Skrip. Es geht also um ein Faktotum, das als Orakel gilt. Und da wollen wir doch sofort mal Kamid zu interviewen. Da ist er auch schon und der wird uns mehr zu der Quest sagen. Sucht euch einen anderen Bettler zum Belästigen. Ich habe Besseres zu tun, als irgendeinem hoffnungsfrohen Apostel den Sack mit schmutziger Wäsche zu tragen. Halbertan ist ein alter Narr und ein Feigling. Er weiß, dass der Prognostiker unseren Leuten nichts als falsche Hoffnungen und gefährliche Träume beschert. Das hat meine Mutter das Leben gekostet. Ich habe geschworen, dass kein anderer mehr in dieses Spielchen verstrickt werden wird. Ich werde beweisen, dass der Prognostiker ein Lügner und Betrüger ist. Er erzählt ihnen immer wieder, wie schlimm das Leben doch ist. Aber einmal in jeder Generation spricht er dann eine andere Prophezeiung aus, damit sie weiter zu ihm kommen. Deshalb gehe ich ins Rheintal, um ihn zu vernichten. Ihr wollt helfen? Ich werde eure Hilfe nicht ausschlagen, aber ich habe nichts, was ich euch dafür geben könnte, falls es das ist, worauf ihr aus seid. Das Rheintal liegt im Südwesten. Trefft mich dort, wenn ihr wirklich helfen wollt. Ich bin selbst nie auf einer Pilgerfahrt gewesen, aber ich habe Geschichten darüber gehört. Die Armen und Schwachen werden weiter arm und schwach sein. Wir führen ein jämmerliches Dasein und sterben dann an Hunger oder Krankheit. Aufheiternd, was? Da fragt man sich, warum wir diese Frage überhaupt weiter stellen. Weil er ganz selten einmal tatsächlich eine andere Prophezeiung ausspricht. Irgendwas von wegen eines verlorenen Schatzes, den man findet, und des Erlangens von genügend Reichtum, um den Kurs des eigenen Schicksals zu ändern. Oder etwas, was dicht genug dran ist, damit alle ganz aufgeregt deswegen werden.
Natürlich glaube ich das. Warum sonst sollte ich denn zeigen wollen, dass der Prognostiker Unrecht hat? Ich will allen zeigen, dass wir unsere eigene Zukunft gestalten können. Wir können unserem Schicksal den Kurs vorgeben, ungeachtet dessen, was ein angeschlagenes Faktotum dazu zu sagen hat. Dann wollen wir ihm doch mal helfen, dieses Faktotum zu finden und gehen mal in dieses Tal. Dort werden wir also feststellen, ob das nur eine Maschine ist oder ob das wirklich sinnvoll ist, was das erzählt. Und hier sind schon ganz viele andere Spieler. Sagt etwas, verdammt! Ach, da steht's auch, dieses Faktotum. Und Kamid ist auch schon hier. Ah, so können wir noch nicht mit ihm reden. Der Großprognostiker weigert sich, mit mir zu sprechen. Ich verlange eine Vorhersage über mein Schicksal und bekomme nur Schweigen. Ist meine Mutter dafür gestorben? Ich werde den falschen Propheten vernichten, aber nicht, indem ich seine Höhle mit einem Hammer malträtiere. Stattdessen werde ich meinen Leuten zeigen, dass er nicht unfehlbar ist. Ich werde ihn vernichten, indem ich beweise, dass die von ihm getroffenen Vorhersagen dreiste Lügen sind. Dazu werden wir die Maschine aktivieren müssen. Als Teil jeder Pilgerfahrt müssen die Gläubigen in das Reihental hinabsteigen und sich von einem der Faktoten, die das Gebiet durchstreifen, einen funktionierenden Animokern besorgen. Geht dort hinunter und seht nach, ob ihr eine funktionsfähige Energiequelle findet. Ich würde sagen, wir schüchtern ihn ein. Geht darunter und besorgt euch euren eigenen Aminokern. Wenn er gegen das Orakel ist, dann kann er auch ein bisschen was selber tun, finde ich. Oder? Ja. Nein, ich kann nicht. Der Leichnam meiner Mutter ist irgendwo dort unten. Wenn ich ihn fände, würde ich meine Entschlusskraft verlieren und wäre nicht in der Lage, das Angefangene auch zu beenden. Falls ihr meine Hilfe braucht, dann benutzt diese Pfeife. Ich werde von hier oben tun, was ich kann, um euch zu unterstützen. Seid vorsichtig im Tal. Es ist gefährlich dort unten. Okay, dann machen wir das doch wieder für ihn. Diesmal hat das Einschüchtern sogar mal nicht funktioniert. Das ist ja auch mal was ganz anderes. Findet einen funktionierenden Animokern und als optionalen Schritt sucht nach den Spuren von Kamids Mutter. Also irgendwo hier scheint wohl auch die Mutter zu sein. Gucken wir doch mal, ob das vielleicht da vorne ist. Ne, das ist jetzt ein Faktotum, das wird nicht die Mutter sein. Und der ist beschädigt. Schade, mit dem können wir nichts anfangen. So, endlich mal wieder ein bisschen kämpfen. Bis jetzt war ja viel Geschichte. Und hier haben wir die Pfeife. Wo das herkam, gibt es noch mehr, du mechanische Monstrosität. Er hilft dann wohl irgendwie immer so ein bisschen mit. Und hier haben wir das nächste Faktotum, wenn sie beschädigt sind. Scheint der Kern nicht so gut zu funktionieren. Aha, da haben wir noch eins. Oh, aber die sterben hier ja alle ohne Probleme. Wir kommen hier richtig gut durch. Ha! Was ist das? Faktotum-Sender. Faktotum-Sender aktiviert. Initiiere Sicherheitsprotokolle. Was hat dieser Sender denn jetzt damit zu tun? Kau erstmal daran, Konstrukt! Hab ich jetzt irgendwie nicht verstanden, was der Sender gemacht hat. Der hat irgendwas aktiviert. Aber da kam... Faktotum-Sender aktiviert. Initiiere Sicherheitsprotokolle. Ja, aber was bringen diese Sicherheitsprotokolle denn? Sind da ein paar mehr Gegner da oder was bedeutet das? Ich weiß es nicht genau. Einfach mal weitermachen. Bleib zurück! Ich kümmere mich darum! Da! Ha! Wir haben einen, der funktioniert. Jetzt können wir schon wieder mit Kamid sprechen gehen, aber ich suche natürlich noch nach den Spuren von seiner Mutter. Die müssten ja auch irgendwo noch hier sein. Oben auf der Map sehen wir ja, da ist noch eine Markierung. So, hier. Ein Tagebuch. Das ist die Mutter wohl. Aha.
Margus befiehlt es euch. Hier haben wir also das Tagebuch von Kamids Mutter gefunden. Sie ist wirklich gestorben hier. Und von daher haben wir nun also auch einen Beweis. Mal gucken, wie er darauf reagiert, wenn wir ihm das erzählen werden. Wenn ihr das hier kurz lesen wollt, könnt ihr ja auf Pause drücken und das kurz durchlesen. Und ich gehe jetzt wieder zurück zu Kamid und werde dann mal schauen, wie er auf das Ganze hier reagiert. Wir haben den Aminokern und jetzt können wir dann auch mal mit dem Faktotum reden. Vielleicht kriegen wir ja ein interessantes Schicksal vorhergesagt. Man weiß es nicht genau. Bin mal gespannt, ob wir das in die Luft jagen können oder so. Weil er will ja nicht mehr, dass dieses Faktotum hier unterwegs ist. Oder seine Sprüche, seine Schicksale hier weiterhin verbreitet. Von daher... Konntet ihr einen Animokern finden? Werden wir jetzt sehen, ob wir es zerstören können. Ich sehe, ihr habt einen Animokern zurückgebracht. Ich nehme an, er funktioniert noch. Gute Arbeit. Während ihr fort wart, habe ich herausgefunden, wo man den Kern einbaut. Es gibt einen Hohlraum in der Maschine, der ungefähr die richtige Größe zu haben scheint. Ich glaube, dort gehört er hinein. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nie auf einer Pilgerfahrt gewesen und deshalb habe ich den Großprognostiker auch nie im Einsatz gesehen. Meine Mutter hat mir ein paar Geschichten erzählt, aber in Bezug auf das Orakel war sie immer sehr vage. Wo wir gerade von meiner Mutter sprechen, habt ihr da unten sonst noch etwas gefunden? Woher wusstet ihr... Oh, ihr habt sie gefunden. Ich wollte mir nicht ausmalen, was ihr zugestoßen ist, aber nachdem ich gesehen habe, was ihr da unten durchgemacht habt... Moment, wie habt ihr den Namen meiner Mutter erfahren, wenn ihr nur ihren Leichnam gefunden habt? Zeigt mir das mal her. Eine Parole? Meine Mutter hatte nie irgendetwas über eine Parole erwähnt. Ich frage mich, was sie sich davon erhofft hat, mit einem veralteten Faktotum zu reden. Ich erinnere mich allerdings an etwas über einen heiligen Text. Ich werde später Palbatan danach fragen. Jetzt wird es spannend. Also, den Kern in die Maschine einbauen... Und dann hoffe ich doch mal hier auf coole Lichteffekte oder sowas. Synchronisiere. Reflektiere. Reflektiere. Speicher aktiv. Beim Willen seht's. Bitte nennt eure Anfrage. Es hat geklappt! Prognostiker, sagt mir, was das Schicksal für Kamid aus Schlackenstadt bereithält. Reflektiere. Werte mögliche Ergebnisse aus. Kamid aus Schlackenstadt. Minimales Einkommen. Geringe Lebensqualität. Toll, ihr wisst alles über mich. Doch was bedeutet das? Was ist meine Zukunft, blödes Konstrukt? Anfrage. Reflektiere. Prognose unzufriedenstellend. Schlechte Lebensqualität führt zu Krankheit, Hunger, Verdruss und letzten Endes Tod. Ganz schlimm. Genau wie erwartet. Und was ist mit meinem Freund hier? Reflektiere. Reflektiere. Keine relevanten Daten in Erinnerungsspeichern. Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte werde zwecks Datenerhebung vorstellig. Ich bin noch nicht im Computer erfasst, deshalb kann sie darüber nichts erzählen. Interessant. Der Prognostiker hat keine Prophezeiung für euch. Ein weiterer Beweis, dass er sein Wissen nur dazu verwendet, einigermaßen fundierte Einschätzungen abzugeben. Für mich hat sie jedoch Tod und Düsternis vorhergesehen. Jetzt kann ich meine Zukunft ändern und allen zeigen, dass unser Schicksal nicht von vornherein feststeht. Indem ich das Unmögliche schaffe, ich werde den verlorenen Schatz des Radios finden. In der Vergangenheit umfasste die Pilgerfahrt sowohl einen Besuch bei dem Prognostiker als auch eine Suche nach dem Schatz. Nachdem viele Leute bei erfolglosen Schatzjagden ihr Leben ließen, änderte sich das. Totumsender aktiviert. Initiiere Sicherheitsprotokolle. Palbatan hat diese Jagd überlebt. Ich werde ihn dazu bringen, mir genau zu erzählen, was sich damals ereignet hat.
Danach kann ich die Schritte meiner Vorgänger nachverfolgen, ihre Fehler vermeiden und genügend Reichtum zusammentragen, um mein Schicksal zu ändern. Lasst uns den Alten in der Messingfeste suchen gehen. Beim nächsten Mal finden wir den Alten und werden diese Quest auch beenden. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann macht's mal gut, bis demnächst. Bye, bye. The serpent lights the ancient sky of bread of tea.